Kohle haben wir. Spitzhacke haben wir hier auch noch. Düsen wir hier durch. Und dann hätten wir das auch erreicht. Und dann hätten wir den da und den da und den da. Und dann sind wir hier auch durch. Okay. Gut, das heißt, wie viele Spitzhacken habe ich denn jetzt noch? Ich habe noch drei. Lohnt es sich da noch was anzufangen? Also eigentlich lohnt sich das immer, oder? Das ist ja alles unglaublich langweilig, so wie es gerade läuft. Für euch, für mich auch, aber für mich ist es halt ein bisschen erträglicher, weil ich ja mein Ziel vor den Augen habe. Ihr werdet natürlich sagen, was soll denn der Scheiß? Und da muss ich euch natürlich recht geben. Aber ihr könnt euch ja einen anderen Kanal suchen, wo weniger Scheiß passiert. Na toll, das wollte ich nicht. Dann seid ihr oder dann wärt ihr wenigstens ein bisschen auf der sicheren Seite. Was mir ja gerade so auffällt, also dieses Hungern, das funktioniert ja auch super. Bei meinem Test war das wenigstens ein bisschen okay. Aber dieses Hungern, gerade jetzt, das ist jetzt schon so ein bisschen lächerlich. Also, wir machen hier quasi tagelang irgendeinen Scheiß, ohne was essen zu müssen. Ich meine, ich finde es sympathisch, dass ich nicht andauernd auf die Jagd gehen muss, um mir irgendwas zum Fressen zu besorgen und andauernd irgendwas kochen muss und dann ja andauernd wieder irgendwie Kohle besorgen muss und. Aber im Grunde ist es schon so ein bisschen lächerlich, wie oft wir essen müssen. Nämlich so gut wie gar nicht. Also, das ist echt lachhaft. So ein ganz kleines bisschen. Vor allem, wir arbeiten ja auch schwer. Also, wenn man sich das hier ja anguckt, das ist ja körperliche Arbeit en masse. Und das ist ja jetzt nicht so, als ob Steine schlagen jetzt gerade die einfachste Büroarbeit wäre oder sowas, wo man sich nicht bei bewegt, sondern das geht halt wirklich richtig, richtig auf die Knochen. Sprich. Auch richtig, richtig auf die Ernährung, also auf den Energieverbrauch. Das heißt, den muss man ja auch ausgleichen irgendwann mal. So, da habe ich wieder ein Loch in die Wand gehauen, das ich nicht machen wollte. Aber ich finde schön, wie viel Kohle hier, Kohle, genau, wie viel Kohle, wie viel Kohle hier rumliegt. Das ist gar nicht so übel. So. Quitschig, quitschig, boom. Quatschi-quatschi-quemp. Okay. Bäm, bäm. Bumsi-dumsi, bimsi-dimsi. Na, das war toll, das wollte ich gar nicht. Okay, egal. So, haben wir den und dann würde ich doch den da oben mal weghauen. Also, ich würde es quasi einfach weiter nach oben ziehen und dann später die Stufen nach unten wegmachen. Wahrscheinlich werden wir da aber mittendrin aufhören müssen, weil wir dann keine Spitzhacken mehr haben. Aber das macht auch nichts, weil es wird wahrscheinlich eh bald wieder Abend werden. Und dann wäre es auch bald mal wieder ein bisschen an der Zeit, die gesammelten Steine in ein Bauwerk zu versenken. Was meinten ihr dazu? Schreibt es doch in die Kommentare. So. Okay. Und dann düse ich mal hier rüber. Ah, es wird schon wieder Nacht. Da drüben gibt es ein cooles Schaf. Aber ich werde nach der Reihe auch nicht mehr weitermachen, weil es mir zu gefährlich wird. Es ist schon dunkel, es ist schon Nacht. Ich habe keine
keine Lust, dass mir mein ganzes Zeug um die Ohren fliegt. Deswegen düsen wir jetzt zackig ins Bettchen. Hooray! Und schlafen. Guten Morgen. So. Dann würde ich mal eigentlich sagen, okay. Wir haben jetzt so ein paar Steinchen versemmelt. Die Samen hier würde ich gerne noch abgeben. Und was haben wir denn hier? Wir haben auch noch ein paar Steine. So, da würde ich dann hier wieder irgendwelche lustigen Sachen abgeben. Zum Beispiel die Kohle und die Kohle. Und die Steine und die Steine. Und dann würde ich wirklich Kopfsteinpflaster, 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 Kopfsteinpflaster. Andesit brauche ich nicht. Kopfsteinpflaster, Kopfsteinpflaster. Und der Rest der Steine, der kann da erstmal bleiben. Und da ist Erde, die gehört hier nicht hin, die gehört dahin. Ach, ein bisschen Erde bräuchte ich ja, damit ich da ja hochkomme. So, das eine ist ja erstmal hier hochkommen. Ah ne, komm, das machen wir wirklich so. Das wird ja ganz geckig dann. Das machen wir dann wirklich so, dass wir das so machen. Apropos, Inventar, hier, zack, zack, okay. Und dann gehen wir hier hin und sagen, fluff, fluff, das ist okay, fluff, hier, 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 und hier. Und dann würden wir jetzt halt wirklich auf die Steine gehen und sagen, zack, 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 zack. Zack, 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 zacki, 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 zucki, 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 zocki, 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 zecki, 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 zicki, zicki, zicki. Und so weiter und so fort. Dann noch einen links und einen rechts und einen drüben und einen. Oh, okay. Einen hier, einen da, einen dort. Links, 2, 3, 4, 5, 6. Holla, die Wald, Fee, Thierry, Lo. Gut, das ging jetzt eigentlich ganz in Ordnung, muss ich sagen. Das fand ich jetzt nicht so dramatisch, wie es geklungen hat. So, 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 und hier unten, so. Ja, wunderbar. Okay, und dann würde ich dich mal wegmachen. Und dann geht's hier vorne ja wieder weiter. Na? So, 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 so. Da einer, da einer, da einer, da ist einer zu, da ist einer zu und da ist einer zu. So. Und dann probieren wir mal, ob wir das hinkriegen, ohne uns auf die Fresse zu legen. Das kann nämlich schneller passieren, als uns lieb ist. Aber bisher scheint es echt gut zu klappen. So, dann würde ich hier halt den nächsten nehmen. Zack, 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 zack. So, dann machen wir den dann noch voll. Und dann haben wir hier, hier und hier. Und da und da und da und ganz viel und tralala. Und dann spitzhacken wir dich auch noch weg. Und dann würde ich zu dir doch mal sagen, ich könnte noch was vertragen. So. Wunderbar. Die nächste Reihe. So, die Lücken, die korrigieren wir dann später. Aber gerade ist es einfach so viel angenehmer, muss ich sagen. Wie gesagt, diese kleinen Korrekturen, die kann man echt später machen.
Das überleben wir dann schon. Perfekt. So. Dann wird hier ausgebessert. Da haben wir ein paar Fehlerchen schon wieder gemacht. Da würde ich das so machen, so machen, so machen. So machen. Und so machen. Und dann hauen wir den dann noch hier rein. Können schon wieder einen neuen Steinhügel brauchen. Aber es könnte fast langen. Zumindest für die Grundmauern. Für den Rest, da müssen wir noch ein bisschen was gucken. Weil ich habe ja na natürlich noch weitere Pläne. So, es tut's ja nicht nur mit einer Mauer. Wir müssen ja dann auch noch. Ah, da unten ist eine Spinne. Die rennt aber ganz schön zackig in der Gegend rum. So. Gut, und dann würden wir an dieser Stelle natürlich sagen, wir machen das Ganze mal so. Pam. Gut, und dann würden wir das Ganze da drüben natürlich genauso machen. Flutsch. Genau. So, dann brauchen wir hier wirklich den nächsten. Das sind nur 50, aber es ist okay. Und dann wird die Lücke da hier nochmal korrigiert. Zack. Und dann hätten wir auf jeden Fall auch schon mal diese Wand. So, und dann hätten wir auf jeden Fall mal eine kleine hübsche Mauer für unser. Boah, sieht es böse aus. Aber wie gesagt, so wollten wir es ja. Wir wollten ja sagen, wirklich, hey, mir doch egal, was jenseits meiner Mauer liegt. So, und da unten ist immer noch Poolparty. Aber ist auch okay so. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich hier hinten nicht sage, okay, wir machen den Durchgang hier zu. Und jetzt gibt es halt hier wirklich einfach den Hauptdurchgang. Quasi hier. Da muss man hier diese Erhebung ein bisschen abtragen. Weil die so natürlich auch nicht sein soll. So, sondern die soll eher so sein. Dass wir da ebenerdig rauskommen. So, aber was wir natürlich auch uns überlegen können. Ist ja so Burgen mit Mauern. Die haben ja üblicherweise einen Graben. So, und den müssten wir ja dann hier durchziehen quasi. Die haben ja üblicherweise deswegen einen Graben, weil wir halt nicht wollen, dass man da so einfach rein kann. Das heißt, ich würde da quasi versuchen, zumindest zwei Reihen runterzuziehen. Und das würde eigentlich bedeuten, hier auch. Also hier können wir theoretisch dann zumachen. Zack, zack, zack und zack. Da hinten übrigens auch, aber dazu äußere ich mich später nochmal. Und dann würde ich hier vorne einen Durchbruch haben wollen. So, natürlich würden wir diesen Durchbruch mittig haben wollen. So wie sich's halt gehört, ne? Aber ich hatte doch eigentlich mehr Hunde. Ich weiß gar nicht, wo der andere ist. Hey! Habe ich nicht hier noch irgendwo fressen für dich? Fressi, fressi. Na? Kommst du mit? Ups, das wollte ich nicht. Aber okay. Gut. Haben wir das auch hinbekommen? So, was ich jetzt auf jeden Fall mal machen wollen würde, wäre zählen. So, dafür gehen wir. Ah.
Gut, nochmal Erde holen. Erde hier, da bitte. So, Erde. Na komm, zack, zack, zack. 1, 2, 3 oben auf. Mit dem fangen wir an.